Ich kann euch im Moment nichts erzählen. Weil es in meinem Kopf wirklich rattert. Ich schwer am Überlegen bin, was ich noch tun kann, erstmal auch um die Hoffnung hochzubekommen. Ein Kind ist gestorben und eine unbeliebte Entscheidung. Und schon zack, bumm, klatsch, kriegst du einen auf den Deckel. So schnell geht das hier. Ja. Wir gehen erstmal hin, bis die wieder anfangen zu arbeiten. So, der Automaton ist da. Und was haben wir hier? Die meisten Ruinen wurden beseitigt. So, zwei Sachen sind weg. Da brauchen wir noch ein bisschen, ne? Das braucht noch den ganzen Tag, bis das weg ist fast. Naja, gut. In 5 Stunden sind unsere Außendienstler zurück. Eine Stahlruine ist erschöpft. Okay. Wo baue ich denn hier gerade so viel ab? Wahnsinn. Hier habe ich noch 2 Stahlruinen. Okay. Was haben wir da? Eine Stimme. Eine Stimme. Ja, dann mal schnell hin da. Und baut mal. Ja, hier. So, dahin. Ah, da. So, wie viel Plus haben wir? Jede Menge. Dann würde ich mal Folgendes vorschlagen. Rohstoffe. Das geht ja noch nicht, das zweite Stahlwerk, ne? Schmeiß ich dich mal an. Und pack hier mal so ein paar Leute, also ein paar Kinder rein. Damit hier abgebaut wird. Der Stahl. Jawohl. Ich habe auch gleich erledigt, dann kann ich das abbauen. Ich glaub's nicht, ey. Fehlende Behandlung, Arbeiter. Ein weiser Mann. Ja, ich hoffe, dass du einen guten Tod stirbst und ich hoffe, dass wir verhindern können, dass noch andere irgendeinen guten Tod sterben. Das fände ich echt cool, wenn wir das hinkriegen würden. Wir könnten mal Folgendes machen. Wir machen das jetzt einfach mal. Hier noch ein Haus der Heilung hin. Stahlruine erschöpft, okay. Die sind zurück. Super. Jetzt haben wir wieder genügend Stahl und können erstmal Baracken bauen. 3. In die Wärmezone hinein. Und können dann wo abbauen? Wo ist denn noch kühl? Also hier wird es relativ schnell kühl werden. Hier würde ich gegebenenfalls auch updaten. Hier ist soweit alles weg, ne? Ja. Gut. Dann bauen wir die mal ab. 1.
Oh. Tut sich gar nichts. Jetzt haben wir 8 zu wenig. Okay. Moment, wir bauen doch. Noch 5. Warm genug ist es. Ich muss die Krankenquote runterkriegen, sonst habe ich keine Chance, das zu schaffen. Das weg. Das weg. Ach, immer wieder der Glaube. Das dein. So, was könnt ihr mir sagen? Fabrik machen wir dann vielleicht doch später. Das haben wir, das haben wir. Die Wärmeisolierung haben wir auch. Machen wir das. So, ihr seid zu Hause angekommen. Schicke ich euch jetzt zur Schneeklippe. So. Wie viele Tage habe ich noch? 6. Okay. Vielleicht können wir wieder ein Gesetz erlassen, dann werden wir die radikalen Behandlungen machen. Die haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ja, damit wir runterkommen hier auf Pflegeheim und dann auf die Prothetik. Deswegen können wir uns das jetzt erstmal auch noch schenken, dass die Fabrik zu entwickeln. Solange wir das nicht entwickelt haben. Oh, was sehe ich denn hier? Warte mal eben. So. Nützt uns das alles nämlich gar nichts. So, hier kommen jetzt auch noch Kinder rein. Weil hier wird es geheizt. So. Dann da nochmal. Zack. Okay. Das haben wir auch. Also wir haben jetzt keine Kranken mehr, die nicht versorgt wären. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Jetzt müssen wir nur noch hier die Nahrungsproblematik besser in den Griff kriegen. Moment, haben wir zu wenig Holz, können wir also gar nichts machen. Wir werden erstmal ein bisschen beten, das bringt Hoffnung. Okay. Ich warte aufs Gesetz. Ist das aufregend. Ich bin echt gespannt, also ob wir das jetzt hinbekommen. So, wenn wir jetzt die radikalen Behandlungen machen, steigt die Unzufriedenheit, aber auch die Hoffnung. Und deswegen machen wir das jetzt auch. So. Die Unzufriedenheit ist immer noch weit unter jedem Niveau, das uns gefährden würde. Na? Danach können wir natürlich die Pflegeheime bauen. Das bringt uns auch wieder ein Plus. Da ist wieder mal ein Kranker. Ist ja klar. Und hier wird es nämlich gleich noch schön knackig kalt. Ja. Gut, mal die und die.
Beeinflusst schon eine Menge Leute, ne? Mein lieber Mann. So, hier haben wir noch ein Plus, ne? Oh ja, ein ordentliches Plus sogar. Das heißt, wir können auch hier ganz gut dagegen steuern. Denn hier ist alles rot, ne? So. Da ist alles rot. Dann brauchen wir im Grunde nur die Gebäude updaten. Und dann eine Stufe hochfahren. Dann haben wir auch mit minus 50 Grad kein Problem. Halt weniger Probleme, sagen wir mal so. So, da steht ungenutzt ein Automaton herum. Den packe ich einfach mal ins Stahlwerk. Ne? So, ins Stahlwerk können wir uns dann nämlich die Energie sparen. Und Stahl können wir immer gebrauchen. Auch wenn wir jetzt deutlich mehr Stahl als Holz im Moment haben, täuscht das ein wenig. Ups, sorry. Ich bin auf die falsche Taste gekommen, deswegen dachte der Computer, ich möchte unterbrechen, was ich natürlich nicht will. Ah. Ah. Was erforsche ich gerade? Ah, Heilhäuser, Sanitätsstationen und so weiter werden besser wärmeisoliert. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. So, ich könnte dem jetzt ja auch mal noch was anderes Gutes vielleicht tun. Wenn ich nur wüsste, wo. Hier wird noch abgebaut. Ah, ich warte erstmal ab. Wir brauchen auf jeden Fall noch weiteres Holz. Ein Dampfkern. Hey. Mehrere riesige Kisten vergraben. Sie sehen aus wie Transportkisten, für die Dampfkerne benutzt werden. Wir werden sie ausgraben. Ein Dampfkern. Naja, dann grab den mal aus und dann geht's weiter. Im steinernen Schiff. So. Ne? So. Drei Dampfkerne haben wir noch. Hungrige. Was ich nicht verstehe. Wir haben eigentlich genügend Nahrung. Oh, 40 Holz. Gut, warten wir mal eben ab. Brauchen wir noch ein Rohstoffdepot extra für Nahrung. So. Die Frage ist nur, wohin? Alles ein bisschen wie Kraut und Rüben, aber Hauptsache, wir kommen hier voran. Das ist das A und O. 4 Tage habe ich noch. Das Stück, das muss doch zu schaffen sein, oder? Das muss doch zu schaffen sein. Okay. Worauf warten die? Ach, die liefern Kohle und warten darauf, die Kohle loszuwerden. Ja, ist okay. Dann wartet noch einen Moment. Im Moment produzieren wir ja auch... Ja gut, ohne die 800 Kohle hier hätten wir nicht diesen Wahnsinnsüberschuss. Aber wir produzieren tatsächlich genug ohne die Kohle. Auch hier produzieren wir genug, um alles abschließen zu können. Wir machen aber mal eins.
Wir hauen jetzt das mal weg. Oh, das produziert 67 am Tag. Trotzdem. Das mal weg. Ja, wir lassen es erstmal. Den Platz brauchen wir nicht unbedingt. So, dann einmal Essen. Dann können wir 600 Essen vorproduzieren. 569 Bevölkerung haben wir nur. Das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Ja, dann machen wir noch eins. Wir haben ja so viel. Also werde ich jetzt hier... Ja, genau, hier. Mal einen hinbauen. Was ist da? Weniger Leid. Gebt ihm, was er braucht. Was ist da? Feige Schläger. Ah! Die haben sich da verkrochen. Ja, komm, weg damit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir wirklich nicht, die Leute. So, hier bauen wir überall schon ab. Jawohl. Die Wärmeisolierung ist fertig. Forschung. Krankenhaus brauchen wir nicht unbedingt. Da werden wir sicherlich noch was tun müssen. Ich forsche jetzt erstmal an der Fabrik. Na, ihr wisst ja, ne, wegen der Prothetik und so. So. Fertig. Sehr gut. Das soll auch permanent anbleiben. Jetzt geh da schon mal rein. Himmel, Herrgott, wie oft muss ich eigentlich was anklicken? Oh. Da noch was wir abbauen können? Sieht nicht so aus. Die zwei müssen weg. Kann man da noch was davor bauen? So. Auch weg. Wir können kein Nahrungsproblem haben. Ist nicht möglich. Wir haben 337. Oh, leck mich einmal an den Fott. Das darf doch nicht wahr sein. So. Pflegehalben. Brauche ich dir auch noch. Dahin. Ja. Ja. Junge. Ach, das ist nochmal Fettstahl. Schau an. Ja gut, dass wir hier abbauen. Das dauert nämlich. Das sehen wir ja auch hier. Stahl dauert immer sehr lange, bis der weg ist. So, dann haben wir da das Pflegeheim, das gebaut wird. Das müssen wir diesmal schaffen. Diesmal müssen wir das schaffen. Ich bin da recht optimistisch. Und wir haben noch 4 Tage. Wir haben niemanden mehr, der zumindest erstmal
krank ist und deswegen verstirbt. Haben jetzt nochmal die Hoffnung erhöht. Können auch nochmal, glaube ich, das hier gleich mal. Das dauert noch. Okay. Da können wir erstmal nichts machen. Essen ist an und für sich genügend da. Ich weiß nicht, warum die da so rummäkeln. Okay, wir haben das steinerne Schiff erreicht. Ein weiterer Wegpunkt. Dann werden wir jetzt von dem steinernen Schiff aus, ja, machen wir weiter. Schön versteckten Höhlen. Ja, die sind nur 14 Stunden weg, da marschieren wir hin. Und so, hier sind die Häuser der Heilung. Hier mache ich ja gerade die Fabrik. Das sollte morgen auch fertig werden. Heizungstechnisch sieht es soweit hier ganz gut aus. Gleich wird es kälter. Dann werden wir die Heizung hochfahren, was wir auch können. Ups, weil wir haben genügend Reserven.